Beim nächsten Einsatz von Mark Westerhofen und Dennis Mann geraten zwei lesbische Frauen ins Visier der Beamten. Wo war das? Ladendieb oder was? Und ja. Der Security hat den angeblich. Ja, in diesem Buddy-Store-Laden. Guten Tag. Ja, brauchen Sie nicht, wir sind schon da. Kommen Sie mal runter. So übertreiben Sie mal nicht hier. Was ist denn hier passiert? Ich habe die zwei hier auf frischer Tat ertappt beim Ladendiebstahl. Die haben ja Klamotten mitgenommen, die Alarmanlage ist hier gerade vor. Meinen Sie nicht, da ein bisschen vieles hier vielleicht? Ja, wir können ruhig, setzen Sie sich mal hin, bitte. Die werden sich wie die Verrückten. Haben die Dame, geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Die eine Dame ja auch schon hier. Pass auf, also Sie wissen schon, ne, also Grenzen ich kann man die festhalten. Grenzen, ja. Die kennen Sie. Ja. Das ist aber ein bisschen, also wenn die sich wehren würden, dann würde ich sagen, ist in Ordnung. Haben oder? Sie ja, Sie sind ja jetzt gerade hier reingekommen. Ich mache die aber trotzdem jetzt gerade mal frei, ne? Kommen Sie, ich komme mal zu Ihnen, ja? Sie dürfen sich jetzt nicht. Nein, um Gottes Willen. Okay, ich mache das jetzt mal hier los. Ja. Vorsicht mal. Ja. Oh, danke. Wir haben nichts getan, wir haben nichts geklaut. So, alles einmal gut. Darüber gehen. Schatz, nein. Das sehen wir ja. So, erste Frage. Ihnen geht's gut soweit? Sie sind auch nicht verletzt? Ja, nein, natürlich nicht. So, dann fangen Sie mal bitte an und sagen mal, was passiert ist. Ja, die zwei Damen sind hier durch den Laden gelaufen und also sie wollten den Laden verlassen und plötzlich klingelt die Alarmanlage. Da musste ich die zwei erstmal aufhalten, weil ich bin verantwortlich dafür, dass hier nichts geklaut wird. Und Sie sehen ja, die zwei haben bei mir hier wahrscheinlich den Laden versucht auszuräumen. Und mein Chef, der ist hinten drin, der wird sicherlich auch noch da was zu sagen können. Gut, Ihre Version haben wir jetzt, jetzt Ihre Version. Ich meine, dass Sie was entwendet haben sollen angeblich, würden wir also, ganz gerne mit Ihrem Einverständnis ja, mal, dass Sie, tun, dass Sie also die Taschen mal gerade leer machen. Die erste Sache, da würde ich gerne mal ganz kurz reingucken. Die zweite Sache ist, inwiefern hat er Sie denn jetzt hier festgehalten? Weil also wir sind ganz normal, wir sind hier Stammkunden übrigens, also davon abgesehen. Und okay, ich habe hier mein Wasser. Also, ich gucke da gerade mal ja, rein. Und wir waren hier ganz normal wie gewöhnlich einkaufen, wir haben ein paar Produkte gebraucht und dann ging hier irgendwann der Alarm los und kann man schon scheint auf uns. Türmen, ganz klar. Wir haben doch gerade was eingekauft. Wieso wollten wir etwas klauen? Ja, Schatz, bitte nicht so aufregen. Nicht so aufregen. Ja, das ist aber echt, wie Sie meine Freundin da behandelt haben, als wäre sie ein Schwerverbrecher. Ja, wäre sie einfach stehen geblieben, wäre auch nichts passiert. Ja, das ist doch normal, wenn Sie jemanden so aber ich bin unschuldig. Unschuldig. Ja, das sagen die alle. Pass es auf, das sagen die alle. Wieso sollte ich etwas kaufen und dann was klauen? Ja, das ist Alibi-Funktion. Mal ganz kurz. Hier ist ein T-Shirt, ist hier sehr wohl drinnen. Ne? Also ist ja, die beiden Damen haben sich eigentlich uns gegenüber sehr kooperativ verhalten. Sie hatten eine Tasche dabei, wo auch eine Quittung beilag. Auf der Quittung konnte man ja sehen, dass sie diese beiden Nahrungsmittelergänzungen oder was es auch ist, gekauft haben. Als wir dann den Rucksack durchsucht haben, haben wir allerdings dieses T-Shirt gefunden. Hier ist noch die Sicherung dran. Dafür haben sie keine Quittung und es war im Rucksack versteckt. Das ist natürlich, erweckt schon den Anschein für uns, dass wir hier einen Ladendieb haben und dass ein Diebstahl stattgefunden hat. Während der Geschäftsführer hinzukommt, geraten die beiden Frauen in große Erklärungsnot. Ich habe hier eine Quittung für zweimal Proteinshake. Das ist hier drin. Genau. Für das T-Shirt haben sie auch eine Quittung. Ich habe das T-Shirt vorher noch nie gesehen. Ich habe beim Einkaufen, bin ich mit meiner Freundin da hinten gegangen. Wir haben die Produkte gesucht. Ich habe kurz mal meine Tasche für einen Minute. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Ja, das ist nicht in Ordnung. Und dann lasse ich meine Tasche kurz stehen und dann kommen wir zurück. Wir haben die Produkte gekauft. Wir wollten eigentlich wieder raus und dann werden wir von hinten quasi überrascht, also überfallen. Also Herr Tipps, Sie haben alles gut gemacht. Ich möchte Anzeige erstatten und Hausverbot. Bitte nehmen Sie die beiden mit. Ich möchte hier nicht so einen Tumult in meinem Laden haben. Also, ja? Für die anderen Kunden. Nach so vielen Jahren, wo wir hier in diesen Laden kommen und einkaufen, wollen Sie uns Hausverbot mit erteilen? Und dann noch ein Männer-T-Shirt. Also nur weil wir jetzt also. So, pass auf. Das Problem ist, wir haben jetzt hier eine Straftat. Also, und mit einer Straftat, da müssen wir auch ermitteln. Das heißt, mit einem einfachen Hausverbot und Rausschmissen ist nicht getan. Das ist Ihr gutes Recht. Sie können die Person auch gleich des Ladens verweisen. Wir nehmen die Personalien auf, erstatten auch gerne Anzeige. Wir müssen natürlich auch ermitteln, ob die beiden Personen das überhaupt gewesen sind. Dazu gehört auch, entlassen zu ermitteln. Ja, ist ja wohl eindeutig die Leiche. Also Sie sagen, Ihre Aussage ist ja, das ist nicht von uns und wir wissen nicht, wie das da reingekommen ist. Gut, jetzt gehen wir der Sache mal weiter. Wer ist denn sonst noch im Laden, außer den Herrn, den wir jetzt gleich mit Sicherheit auch noch mal kurz befragen werden? Auch ein guter Stammkunde von Wer ist denn sonst noch hier im Laden? Sonst ist keiner mehr im Laden, ne? Ja, wir haben ja noch einen Kunden da vorne stehen. Also, den meine ich ja gerade, alles Dein klar. Ex? Ja. Bestimmt war es der. Nein, bestimmt war es der aus Eifersucht. Schatz, beruhig dich bitte. Hey, bitte beruhig dich, wenn du so laut schreist. Das ist die Ex, die kennen den. Ich kenne ihn, ich war mit ihm zusammen, aber ja, gut, fragen wir den gerade er hat mal. Sowas noch nie gemacht, ich traue ihm sowas nicht Sie zu. Sie bleiben mal kurz mal da bitte, ja. Gut, Dach. Sie beobachten das Ganze ja. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen was anderes gesehen. Also, Sie sind der Herr? Ich bin der Ziems, okay. Anton Ziems.
Herr Ziems, haben Sie irgendetwas gesehen, was vielleicht den Diebstahl hier aufklären könnte? Nö. Also, Sie sind der Ex von der großen Dame her, ne? Ja, ja, leider. Okay. Also Sie haben gar nichts gesehen? Eigentlich nicht. Auch keine Ahnung, wie das T-Shirt da reingekommen ist und so? Ich habe davon nichts mitgekriegt, ne? Ist ja, schon also ich muss ein starkes Stück, ne? Finde ich komisch, dass du hier bist an so einer Situation, aber ich muss ehrlich sagen, ich gehe hier ab und zu mal was einkaufen. Also. Ich kann wirklich im reinen Gewissen sagen, ich war mit ihm zusammen, sowas würde er nicht tun. Ich kann mir nur eins, es muss doch nicht immer darum gehen, dass er das ist hier. So. Also, ja, das ist wirklich so, sie kennt mich, du weißt, wie ich bin. Ja, das ist, das ist deine Sache. Also, dich, Schatz. Das ist dein Denken so, aber ich weiß, dass er sowas nicht jemals getan hätte, sowas, ja? Also mir zumindest gegenüber nicht. Mittlerweile also ist schon eine also, naja, du hast dich halt... Ich mach der Sache mal einen kleinen Punkt. Wir können entwickelt. Das ganz leicht erklären. Wir haben eine Überwachungskamera. Da sehen wir ganz genau drauf, wer in dem Wasser... Welche Kamera? Kamera installiert bekommen. Das ist eine Attrappe. Das ist eine Attrappe. Nein, das ist keine Attrappe, die funktioniert. Sie sind doch gerade seit 2 Monaten erst hier. Vor 2 Wochen ist sie installiert worden. Ich war doch dabei. Ich habe doch. Nein, ich habe bevor ich meinen Dienst angefangen habe. Jetzt seien Sie mal ruhig. Ja, okay. Seit 5, 6 Mal hat ein Elektriker mich immer verschoben, den Termin, mir da eine Kamera anzubringen. Ist eine Attrappe zur Abschreckung für Diebstähle. Okay. Was leider nicht geklappt hat. Herr Michels, die Kamera ist installiert worden. Lassen Sie Herrn Mitarbeiter gerade auch. Die Kamera ist installiert worden. Ich habe sie geprüft, bevor meine Schicht begonnen hat. Und wenn wir wollen, können wir die gerne mal holen. Also ich kann ja damit beweisen, dass die Kamera funktioniert. Die liegt am Tresen. Machen Sie das. Ja, dann hätte mein Elektriker das doch gesagt. Machen Sie das gerade mal. Die Polizisten sind gespannt, ob die Überwachungskamera die Tat wirklich eingefangen hat und sie damit den wahren Schuldigen überführen können. Das ist die Kamera, das wird direkt hier drauf gespielt. Darf man sehen mal gerade hier? Sie brauchen dann nur auf Play zu drücken. Machen Sie mal. So, das ist der. Das ist ja der Chef da hinten. Ja, genau. Ne? Okay. Ah, da kommen die beiden rein, ne? Ja. Ja. Tja. Ja, dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu weit zurückgespült, aber das geht ja sehr gut. Alles gut. Wir sehen ja zumindest mal den kompletten Verhalter. Ja, da geht's ja schon los. Ja, Moment, jetzt sehe ich einfach nur so, dass sie hier diese Proteinprodukte, ich glaube, davon haben sie auch was gekauft. Ja. Das war ja auch mit dem Gasmilch diese Geschichte, ne, was du gesehen hast da in der Tüte. Das sieht ja eigentlich so aus, als wenn sie sich da erstmal für interessieren. Wo sind die T-Shirt-Sachen jetzt hinten am Ständer, ne? Genau. Und der Chef, der guckt sich das Ganze an. Das ist der Herr Michels, genau. Wo war ich denn da? Auch irgendwo da hinten, oder? Keine Ahnung, also ich sehe jetzt auf dem Bild nicht. Also. Tja. So, der Rucksack liegt da. Aber das ist doch das. Das ist der Herr Michael. Das ist doch das T-Shirt. Was macht der denn da? Der hat das genannt. Ja, Astral. Herr Michels. Der steht hinter dir super übrigens. Super Nummer. Kennen Sie den Herrn, der da gerade versucht? Ja. Nein, der da ganz eindeutig hier ein T-Shirt in diesen Rucksack da reinpackt. Ja, gut. Ich glaube, da haben wir genug gesehen. Dann für die beiden Damen natürlich. Bleib trotzdem bei Hausverbot. Ich möchte hier solche Leute wie die beiden also nicht in meinem Laden. Ich behaupte ganz ehrlich, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und wenn die sowas sehen, dass sie da Sachen reingesteckt bekommen, auch noch von Ihnen als Geschäftsführer hier, werden die wahrscheinlich hier nicht mal. Das war notgedrungen. Was heißt denn so Personen wie die beiden? Das, ich möchte hier Männer und Frauen haben, aber keine Lesben und Schwulen. Ach, Sie haben was gegen Lesben und Schwule. Wow. Ja, genau deswegen haben Sie uns was untergejubelt. Ja. Alles klar. Es war mir so klar, wirklich, es war mir so klar, dass also Sie etwas Michels gegen Schwulen und Lesben haben. Passen Sie auf, Herr Michels. Wir leben eigentlich in der tolerantesten Stadt in Deutschland. Ne? Da müssen Sie sich in Köln mit abfinden, dass man hier der ein oder andere Homosexuelle... Schweren Herzens. Ich mach diese Leute nicht. Es gibt Männer und Frauen, wie mit Strom. Ja. Es gibt einen Stecker und eine Steckdose. Ja? Aber 2 Stecker gibt keinen Strom und 2 Steckdosen gibt keinen Strom. Gut. Nur Steckdose... Und gut, das kann gerne Ihre Meinung sein, die können Sie von mir so gerne für sich behalten. Allerdings steht es Ihnen natürlich nicht zu, hier irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen und hier... Wie hätte ich mich denn sonst wehren sollen gegen so einen... Also was Sie jetzt gemacht haben, ist eine Straftat. Dabei handelt es sich um falsche Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat. Das hat Folgen für den Geschäftsführer.
Gut, tut uns leid, dass Sie dann wegen solchen Umständen hier aufgehalten werden. Ich denke auch, das zu Boden bringen. Ne? Ich möchte mich auch noch mal in aller Form entschuldigen, das war mir so nicht klar, aber ich musste reagieren. Nachdem der Alarm losgegangen ist, war für mich klar, das liegt ein Ladendiebstahl vor und ich hatte sah keine andere Möglichkeit, euch festzuhalten. Oder Sie, Entschuldigung.